Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und ihre französische Kollegin Catherine Colonna besuchen eine deutsch-französische Schule in Paris. Die beiden Diplomatinnen sind bei dem Termin mit Schülern bemüht, die Gemeinsamkeiten der beiden Länder zu betonen. Denn zuletzt war von Missklängen im Verhältnis zwischen Berlin und Paris die Rede. Im Oktober wurde zum Beispiel ein deutsch-französischer Ministerrat überraschend abgesagt. Anschließend gab es offenen Streit um ein gemeinsames Luftkampfsystem. Es braucht keine Offensive in den französisch-deutschen Beziehungen. Es braucht inhaltliche Arbeit, die es ja auch schon gibt. Es braucht Freundschaft und häufige Absprachen. Das machen wir aber schon seit 60 Jahren so. Natürlich gibt es Themen, wo wir zwischen Deutschland und Frankreich, aber auch zwischen allen anderen Ländern, unterschiedliche Positionen haben. Bei der Energiepolitik zum Beispiel in manchen Bereichen, aber nicht in allen Bereichen. Deutschland und Frankreich haben so stark auf dieser Klimakonferenz gemeinsam mit den Europäern für eine drastische CO2-Minderung gesprochen. In dieser Woche sind ungewöhnlich viele deutsch-französische Treffen geplant. Am Dienstag wird Wirtschaftsminister Robert Habeck in Paris erwartet. Am Freitag reist die französische Premierministerin Elisabeth Borne nach Berlin.